So, es ist wieder Zeit für ein C-Tutorial. Ich habe diesmal ein Thema, das sich vor allen Dingen an Einsteiger in die Programmiersprache C richtet, aber auch diejenigen, die ihr Wissen wieder auffrischen wollen, sind natürlich, ja, hier Zielgruppe. Genau. Ja, was will ich dir denn diesmal zeigen? Nun, ich zeige dir, wie du eine Struktur definieren kannst und wie du Strukturdaten vom User abfragen kannst. Also ja, etwas ganz Grundlegendes. So, jetzt habe ich hier das Grundgerüst und hier binde ich schlichtweg noch ein Modul ein, die Standard Library. Ja, Void, genau. Clear Console Input, denn ich definiere hier auch noch mal zusätzlich eine Funktion, die die Aufgabe haben soll, nach jeder User-Eingabe den Eingabepuffer zu leeren. Das ist notwendig, damit nachfolgende Eingaben auch vernünftig funktionieren können, ne? Okay, hier kommt die Funktionsdefinition nach Main. Genau. IOF, genau. Also diese While-Schleife leert den Eingabepuffer, falls noch ja, Zeichen im Eingabepuffer verblieben sind. Okay, so, prima, prima, prima. Dann machen wir uns mal auf. Nee, nicht in die Main-Funktion gehe ich jetzt, sondern jetzt definiere ich eine Struktur. Genau das wollte ich und ich nutze hier auch ein TypeDef, um eben auch ja, so einen Strukturvariablen-Typen zu definieren. Autor. Ja, diese Struktur soll ein Buch repräsentieren, ne? Autor, Titel. Und das Erscheinungsjahr. Okay. So. Klären. Ja, ich nutze hier ein System Clear, um jedes Mal die Konsole zu klären, so dass die Ausgabe in diesem YouTube-Tutorial ja neat und clean ist, ne? Ich sage aber immer wieder dazu, dass das etwas ist, was du nicht unbedingt machen solltest, wenn du Programme schreibst, die an Kunden ausgeliefert werden sollen. Aber bei deinen eigenen Programmen kannst du ja machen, was du willst. Okay, gut. So, da definiere ich eine Strukturvariable vom Typen Buch, so wie ich es hier definiert habe mit TypeDef. Und jetzt. Ja, Titel einlesen, ne? Ja, Titel. Oder Titel abfragen vom User.
Ich erkläre das gleich, was ich hier gemacht habe. Du kannst aber versuchen, das selbst zu entschlüsseln. Genau. Ja, Fehler. So. Return Exit Failure. Ja, das Programm wird dann mit einem Fehlercode, mit einer Fehlermeldung beendet. Genau. Okay. Dann zur genauen Erklärung. Ja, um Daten einzulesen, nutze ich selbstverständlich ScanF. Was heißt selbstverständlich? Ich könnte auch was anderes machen, aber in diesem Falle ScanF. Und ScanF liest hier 99 Zeichen ein. Ja, ein Zeichen brauchen wir ja, um eben das String-Terminierungszeichen in diesem Character-Array zu speichern. Genau. Und welche Zeichen, welche Art von Zeichen eingelesen werden sollen, das gebe ich hier innerhalb der eckigen Klammern an. Und ja, das besagt hier alle Zeichen bis auf das Zeichen für den Zeilenumbruch. Also das Zeichen für den Zeilenumbruch wird nicht mit eingelesen, wird nicht im Buchtitel gespeichert, aber alle anderen schon. Und wenn die Eingabe ja mit ScanF erfolgreich war, dann liefert ScanF den Code 1 zurück, weil wir ja hier ja eine Variable oder einen Wert einlesen. Und wenn das eben ungleich 1 ist, dann wissen wir oder dann weiß das Programm, irgendwo ist ein, ja nicht irgendwo, sondern bei der Eingabe ist ein Fehler aufgetreten. Und ja, dann eben wird der Code in diesem If-Block ausgeführt. Hier, ja, schreibe ich eine entsprechende Fehlermeldung in die Standard-Fehlerausgabe im Rahmen dieses Programms, im Rahmen dieses Tutorials ist die Standard-Fehlerausgabe die Konsole, aber das könnte durchaus auch eine eigene, eine separate Datei sein, ne? Okay, so. Genau. Ja. Und ja, wenn wir den Titel abgefragt haben, dann kommt der Autorenname. Okay, mein Buchautor. Ja, das, was ich hier innerhalb der ScanF-Funktion gemacht habe, das bleibt alles gleich. Mein Fehler ist beim Einlesen des Autorennamens. Okay, so, prima. Und dann lese ich das Erscheinungsjahr ein oder frage es ab. So, und ja, die ScanF-Funktion wird hier verändert. Prozent D. Erscheinungsjahr. Und da es hier eine Ganzzahl ist, setze ich das Ampersand-Zeichen auch davor. Ist beim Einlesen des Genau. So. Und ich sagte ja, dass nach jeder Eingabe
eine Leerung des Eingabepuffers erfolgen muss. Und daher rufe ich dann auch jedes Mal die Clear Console Input Funktion, die ich definiert habe, auf. Also Clear Console Input. Setzen wir mal hier rein. So, da haben wir es. Und auch hier. Okay. So. Gut, 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 gut. Und ja. Und am Ende will ich das Ganze ausgeben, ne? Dann machen wir das auch noch. Buchinformationen. Prozent S. Autor. Und dann hatten wir noch das Erscheinungsjahr. Und hier muss das Prozent S verändert werden zu Prozent D. Okay. So. Ich finde, das sieht zumindest vielversprechend aus, und ob hier irgendwo sich ein Fehler eingeschlichen hat, das wird uns zum einen der Compiler mitteilen und zum anderen, ja, werden wir das auch während der Laufzeit feststellen können. Okay, jetzt geht's in die Konsole. Kompilieren. Aha, da ist was. Eieieiei. Ja, das, klar. Okay, ich habe es ja auf Deutsch hier formuliert. Und dann, wo haben wir das denn hier? Hier, genau. Also statt Titel selbstverständlich, habe ich hier oben den, nee, hier oben habe ich keinen Fehler gemacht. Alles gut. Alles tutti, soweit. Nochmal. Ja, prima. Klappt doch. Und jetzt ausführen. Wunderbar. Buchtitel. Ja, ich habe ein schönes Buch. Ja, in Erinnerung. Narzis heißt das. Das ich vor vielen Jahren gelesen habe. Narzis und Goldmund. Autor. Hermann Hesse, Erscheinungsjahr 1932, wenn ich das so richtig auf die Reihe kriege. Ich glaube, das war 1932. Okay. Ja. Enter und voilà. Alles ist korrekt, genau, aber hier nach dem Doppelpunkt, ne, da kann ich ja nochmal hier so ein Leerzeichen setzen, genau, aber ich brauche das jetzt nicht nochmal einzugeben. Von daher sage ich jetzt mal, alles tutti soll jetzt ausreichen. Gut, dann noch einmal in den Code, damit wir das mal kurz rekapitulieren können, was ich hier gemacht habe. Gut, also hier Standard Library eingebunden, eine Funktion definiert, die den Eingabepuffer klärt. Ne? Du kannst ja mal ausprobieren, wie sich das Programm macht, wenn du hier ja diese Zeilen, in denen die Funktion aufgerufen wird, auskommentierst. Ne? Gut, prima. Hier eine Struktur mit entsprechenden Eigenschaften, Autor, Titel, Erscheinungsjahr. Das könnte durchaus komplexer sein.
Und da ich hier einen eigenen variablen Typen definiert habe, ja, muss ich natürlich TypeDef verwenden, so dass ich eben hier in der Zeile 17 auch eine entsprechende Variable vom Typ des von mir definierten Variablentypes eben ja erstellen konnte, deklarieren konnte. Ja, dann folgen die Abfragen. Also das hier habe ich ja auch ausreichend erklärt. Von daher, ne? Ja, gut. Ja, alles tutti. Alles tutti, alles gut. Wir haben Anlass zur Freude und ja, bleibt dran, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.